vergessenen Sümpfe. Das sind die vergessenen Sümpfe. Süden ist hier, westlich ist hier. Ja. Dispontion-Ruinen. Ja, gehen wir da mal hin, oder? Würde ich sagen. Wo ist mein Gaul? Da kommt es. In der Nähe ist ein nicht erfolgtes Ziel. Welches denn? Befinde den Schauspieler Chancenausgleichen. Ach so. Ja. Na dann lass uns doch erst das machen, wenn das direkt vor unserer Nase ist. Hier. Finde den Schauspieler und sprich mit ihm. Ja. Dann nehmen wir den erst. Der andere ist ja auch ein Schauspieler. Aber wenn der jetzt hier ist... Ne? Dann machen wir eben Chancenausgleichen zuerst. Und retten den hochverschuldeten Typ. Hallo. Na? Wie läuft's? This is terrible. I'm really going to need a Leonidas to get out of this mess. Are you playing the Anikis for Thespis? I was, but now I can't. I lost all I had gambling with the commander. Now he says I'm his slave until I pay off the debt. I'll be working for him for years. Let's settle this debt. Oh, thank you. The commander is right over there. Company. No, I need my friend back. He's due to act in a play. I think it's time you let him leave. What's the play? Leonidas and his 300 Spartans. This man plays the Anikis. Leonidas' lieutenant. Ah, a good military play. We need more of those on the stage. Of course, it would be best if they cast real soldiers instead of namby-pamby actors. I'm not! Never mind. So here is how it happens. This Malakas owes me a debt that he's paying off with service. Do you intend to take his place? Das ist doch nett. How about you lead by example and take the role yourself? After all, you're a real soldier, right? By Ares's ass, of course I am. Sure, I'll be the Anikis in your little play. But what about me? My soldiers have plenty of sandals that need repairing and blades that need sharpening. I'm sure you'll keep busy while I'm showing these civilians how to act. You'll be great in the role. Just let your natural commanding spirit come through. I can do that. Compared to marching into battle, this would be like eating grapes off a vine. Report to Thespis at Phelps Market in Elise. He'll get the Anikis. Just maybe not the one he's expecting. Ja, wer spielt, muss damit rechnen, die Schulden zu zahlen. Jetzt haben wir einen echten Oberbefehlshaber rekrutiert. Das wird bestimmt lustig. Ich hoffe, wir sehen das Stück dann auch. So, next. Dann gehen wir jetzt weiter, ne? Mit dem Fluch der Flamme.
wenn das alles immer so einfach wäre und jeder jedes könnte. Wir alle alles. So, das sind auf jeden Fall schon mal die Sümpfe. Da jetzt durchgehe, sterbe ich dann. Geh einfach mal. Die Frösche. Vielmehr. Tschüss. You saved me. Klar. Thank you, Mistios. Mach's gut. Weiter geht's. Na gut, mein Kreuz ist ein bisschen weiter rechts. Aber ansonsten war es nicht so verkehrt. Weitläufig. Okay. Naja, dann räumen wir von hinten auf, ne? Ja, so. Mal eben das Kreuz hier entfernen, das nervt mich sonst. Jetzt müssen wir vor allem bei unseren ganzen Kills nicht hinterherräumen. Weil ich verliere ja immer die Hälfte. Guck, geht automatisch. Und nichts verwest hier rum. Herrlich. So. Ist ja easy hier. Hallo? Na? Thank the gods! Don't thank them yet. Let's get out of here. So, der wartet ja sicherlich irgendwo auf mich. Ich räume jetzt erstmal weiter auf. Oh nein, mein Gefangener. Oh, die sind aber auch so dumm. Läuft direkt rein. Tja, könnte meinen, ich hätte es absichtlich gemacht. Lauf weg, schnell! Death is coming!
hau ab, ey. Jetzt habe ich meinen Gefangenen angekratzt. Also die Attentate gehen ein bisschen leichter, gebe ich zu, wenn die alle schlafen. So. Das ist eigentlich mein Ostragon-Rätsel. Das war doch hier auch irgendwo. Das sieht doch nach einem Synchronisationspunkt aus, oder spinne ich? Aber es ist keiner. Nö. Achso, ich habe übrigens bei den Tipps gelesen, dass es ein Gravurenmenü gibt, in dem dann steht, wo man legendäre Rüstungs- und Waffen und so bekommen kann. Das will ich nachher mal gucken. So, und dann gibt es doch auch noch die Fertigkeit Geisterpfeil, ne? Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe dummerweise einen meiner Fertigungspunkte, Fertigkeitspunkte für etwas ausgegeben, was ich überhaupt nicht brauche. Weniger. Achso, und es ist auch gar kein Ostragon-Rätsel, es ist eine antike Tafel. Seht ihr das? Ist ja doof. Ich geh jetzt gleich weg. Hallo! Hallo! What should I do? Es hakt, ich kann nichts tun. Und ich glaube, ich werde gerade gemetzelt und ich kann nichts tun. Mein Spiel hakt. Wieso tut es das? Wieso hakt es? Manu! Ja. Jetzt vibriert mein Cursor, weil wir wahrscheinlich gleich tot sind, aber ich sehe nichts und ich kann mich auch nicht bewegen. Get it out! By the gods, help me! Aber ich kann auch nicht ins Menü oder so. Doch, jetzt? Okay. Wir können ja mal einfach hier so. Das hast du gebracht. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay, der totale Absturz. Das ist natürlich unangenehm. Okay, ich versuche mal zu speichern. Also ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe nichts mehr. Aber jetzt kann ich auch nicht nochmal in das Menü. In die Karte oder so. Es gibt gar nichts mehr. Nein. Nö. Ende Gelände. Ja, das tut mir leid. Da werde ich mal neu laden, ne? Und dann kann ich alles nochmal machen. Sehr herrlich. Wie gibt's denn hier sonst noch einen Trick? Gibt's nicht, ne?